Anstoß für ein neues Leben. Dieses Motto verfolgte Sepp Herberger, als er 1970 erstmalig eine Justizvollzugsanstalt in Bruchsal besuchte. Knapp 50 Jahre später führt DFB-Präsident Fritz Keller auf dem Rasen der Jugendstrafanstalt in Berlin symbolisch einen Anstoß für ein Trainingsspiel der Fußball-AG aus. Kellers Besuch ist Teil des Resozialisierungsprogramms der Sepp-Herberger-Stiftung. Es ist tatsächlich der erste Besuch, den ich habe, aber ich habe Erfahrungen gehabt damit, indem ich jugendliche Straftäter in den Berufsbereich mit hineingenommen habe und den einen oder anderen auch kennengelernt habe in Vereinen, die dort Fußball gespielt haben oder Schiedsrichter geworden sind. Und deshalb weiß ich, dass man damit sehr viel Hoffnung geben kann und den Jugendlichen, nachdem sie mal irgendwo gefallen sind, auch wieder zeigen kann, das Leben geht weiter. Knapp 2 Stunden lang besichtigt Keller die Einrichtung zusammen mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Für den DFB wie für seinen Präsidenten ein wichtiges Anliegen. Das Ziel der Sepp-Herberger-Stiftung, den Inhaftierten die Eingliederung in die Freiheit zu erleichtern. Wie das gehen kann, weiß ausgerechnet Fritz Keller. Im Gespräch mit den Insassen berichtet der 63-Jährige von seinen positiven Erfahrungen mit Ex-Häftlingen als Unternehmer im Weinbau. Für die Häftlinge in der Jugendstrafanstalt in Berlin ein wichtiger Mutmacher für ihre Zukunft.